Die Geschichte, die ist schnell erzählt. Also, jeden Monat hält Miss Merkel einen Rettungsgipfel für den Euro ab. Zu Gast die wichtigsten Staatsmänner Europas. Wieso bin ich da eigentlich nicht dabei? Tja, blöde Frage. Das kleine Problem ist sowieso, dass es in Europa überhaupt keine wichtigen Staatsmänner mehr gibt, sondern nur noch... Madame Merkel, dieselbe Prozedur wie letzten Monat. Dasselbe wie immer, du Flitzpiepe, aber hopp, hopp. Sonst gilt dein Triple-A-Rating halt höchstens noch für euren gepanschten Champagner. Ah, Champagner, weißt ihr, dasselbe wie immer. Ach ja, ihn gibt es ja auch noch, Sarko, den treuen Diener. Er muss aufpassen, dass es ihm nicht bald genauso ergeht wie dem Bär Lusconi, der zwar längst kein Tiger mehr ist, aber trotzdem immer noch im Weg herumliegt. Und so beginnt der monatliche EU-Rettungsgipfel mit den führenden Staatsmännern Europas. Oh, Madame Merkel, die sind doch alle weg vom Fenster, außer mir. Umso besser. Keine Widerrede ist gut für die Zustimmung. Also Prüsterchen, mein lieber Papandreou. Prüsterchen vom Griechenchen, Herrin. Guido Westerwelle. Da muss ich wirklich, Madame Merkel. Nicola, denk an dein Rating. Voilà, Steuererleichterungen. Oh, ja, ja. Mein kleiner Freund Zapatero. Oli, 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 Madame Merkel. Und mein ganz spezieller Kumpel Cameron. Aber nicht vergessen, in Europa wird Deutsch gesprochen. You're looking younger. Verdammt, Sie sehen reicher aus als jemals. Ich schleimer auf den Euro herin. Tja, und so verläuft eigentlich jeder EU-Rettungsgipfel. Ganz egal, ob da nun noch irgendjemand dabei ist oder ob die zwei alles unter sich ausmachen. Im Gegenteil, es läuft doch viel geschmeidiger, ohne störende Dritte. Madame Merkel, dieselbe Prozedur wie letzten Gipfel? Dasselbe wie immer, Flitzpiepe. Wir müssen doch unserem Kumpel Cameron noch einen einschenken. Auf was trinken wir? Ich aß auf... Na, sauf! Auf Europa. Oh, geht doch. Siehste, das war mal wieder eine erfolgreiche Weichenstellung für die Zukunft Europas. Ich hier regieren. Madame Merkel, bei dieser Prozedur diesmal wieder ohne Eurobonds? Ja, natürlich. Wie immer ohne Eurobonds. Ich werde geben Triple A, Madame Merkel.